Ihr Lieben, es geht weiter mit Marianne und mit den Frauen. Aber ihr lieben Männer, ihr könntet ruhig zuhören, weil viele von euch haben ja auch Frauen an ihrer Seite oder Frauen im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis. Es wird schon ganz schön spannend, weil, liebe Marianne, die Frau, die sich mit Hormonen richtig gut auskennt, dazu viel zu sagen hat. Wer mehr über Marianne wissen möchte, schaut sich die ersten beiden Videos mit ihr an oder ein Video, das sie hier oben schon mal findet, das erste, wer sie ist, wie sie dazu kam. Und ansonsten, denke ich, legen wir einfach gleich los, weil das sind echt große Themen. Bin bereit. Bioidentische Hormone sind Hormone, die unseren Hormonen absolut identisch sind. Mit denen arbeitest du. Schön, ja. Ja. Jetzt fällt mir doch dazu gerade was ein und ich glaube euch auch. Wie sieht es eigentlich aus mit der Pille? Was macht die um Gottes Willen mit uns Frauen und mit unseren Hormonen? Es war ja wirklich mal kurzzeitig ein Segen, aber... In den 60er Jahren haben wir, glaube ich, davon profitiert. Genau. Wie sieht es denn heute aus? Ja. Pille und Hormone. Mhm. Bitte. Als Wichtigstes, die Pille enthält keine Hormone, jedenfalls die übliche. Das wäre wichtig. Egal, welche Pille? Nee, es gibt neue, es gibt ganz neue, die haben ein Hormon wenigstens. Aber ein Hormon, ein richtiges Hormon. Ein richtiges Östrogen. Okay. Die werden dann auch verkauft als bioidentische Pille, was Quatsch ist. Weil die Funktion der Pille, nämlich, dass wir keine Kinder kriegen, die funktioniert nicht mit bioidentischen Hormonen. Die funktioniert nur durch einen Kunstgriff. Und der Kunstgriff heißt, ich ersetze das vom Körper gebildete Progesteron mit einem Kunsthormon, das heißt Gestagen. Und das spielt dann dem Körper unseren hierarchischen Institutionen im Kopf vor, wir werden schwanger und dann passiert etwas, nämlich unser Eisprung findet nicht statt. Also es ist kein Mythos, Marianne, dass die Frau tatsächlich, solange sie die Pille nimmt, eigentlich immer in der Situation ist, als wäre sie schwanger. Ja, scheint schwanger, muss man sagen. Ja, scheint denn schwanger, sie ist ja nicht, denn schwanger. Schwanger wäre ja ein Bad in Progesteron. Und ein Bad in Gestagen ist es nicht. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, Unterschied Gestagen, Progesteron haben wir im ersten Video schon gemacht, aber ich glaube, das ist einfach so wichtig, weil, also, weil das... Progesteron heißt Gelbkörperhormon. Und für die Produktion dieses Hormons brauchen wir einen Gelbkörper. Jetzt ist die Frage, wo ist er denn? Wo haben wir denn unseren Gelbkörper? Und der bildet sich im Eierstock jeden Monat neu. Und zwar aus der Hülle eines Follikels, eines Eibläschens. Wenn das Ei gesprungen ist, bildet sich in der Hülle ein gelber Körper, der Gelbkörper, und der macht Gelbkörper. Immer in der zweiten Hälfte eines Zyklus bei der Frau. Das ist das Gelbkörperhormon. Und das imitiert eine Pille. Eine Pille gibt statt Progesteron ein Molekül, was ein bisschen nur verändert ist und spielt dadurch ein Theater vor in unseren höheren Steuerungsebenen, dass genügend Progesteron da sei. Und das ist ja nur da, wenn wir auch einen Gelbkörper haben. Und wenn wir einen Gelbkörper haben, dann brauchen wir keinen neuen Follikel. Und dann muss auch kein Follikel springen. Genau, dann, ja, und das haben wir natürlicherweise, wenn wir schwanger sind. Es ist eine bisschen abgekürzte Form. Ja, ja? Aber um es einfach zu halten. Einfach können wir sagen, wir spielen, wir wären schwanger, aber wir haben nicht die Vorteile der Schwangerschaft. Ja, definitiv nicht. In der Schwangerschaft sind wir in einem Hormonbad, was schöner gar nicht sein kann. Ja. Schöne Haare, gute Laune. Mit dem Gestagen, mit der Pille haben wir das nicht.
sondern wir haben einen Ersatzstoff, ja, so wie Nescafé statt Filterkaffee. Nur noch mit ein paar mehr Nebenwirkungen. Die da wären? Und das eine ist, wenn wir doch unserem Körper vorspielen, dass wir genügend Progesteron hätten, wird es auch nicht mehr gebildet. Nummer eins. Nummer zwei, also der Progesteronmangel ist der Begleiter der Pille, der Zufuhr von Gestagen. Und dummerweise wird noch ein zweites Hormon unterdrückt, was auch von den in den Steuerungsebenen einfach nicht mehr angeregt wird. Und das ist das Testosteron. Nun wirst du zusammenzucken und sagen, Testosteron bei der Frau. Ich würde nicht zusammenzucken, aber vielleicht ihr, weil ich weiß ja. Es ja schon. Ja. Also. Ja. Testosteron, denkt man, ist das Männerhormon. Ne? So, in der Tat ist es so, dass eine Frau, eine fruchtbare Frau in diesen 30 Jahren der Fertilität 6-mal mehr Testosteron im Körper hat als Östrogen. Und Frau braucht das auch, denn Testosteron ist jetzt bitteschön nicht nur das Hormon, was Männer zur Erektion brauchen, was Männer und Frauen für die Libido brauchen. Testosteron und andere Androgene, sind noch zwei, drei andere, sind dafür zuständig, dass wir Energie haben, Vitalität, Kraft, Muskeln, Ausdauer, Stressresistenz. Ja, das sind alles so nette Dinge, die verloren gehen, wenn wir immer denken, das wären Sexualhormone. Dann denken wir nur an die Sexualfunktion. Und das ist zwar eine verdammt wichtige Funktion, aber es ist 1% von dem, was diese Hormone vermögen. Ja. Und das führt dazu, dass eben unsere Frauen, die die Pille nehmen, und das sind ja nun sehr viele, zweier Hormone beraubt werden. Und das eine macht stressresistent und das andere ist antidepressiv. Mit der Folge, dass wir inzwischen bei jungen Frauen über Angst- und Panikstörungen, Depressionen reden müssen und sogar vor einer steigenden Suizidrate warnen müssen. Weil dieses Gestagen, das Gestagen macht keinen Suizid, sondern es lässt Frauen verarmen an ihren eigenen Hormonen. Und das ist das, Schlimme, was Gestagene produzieren können. Gut, das heißt also, du würdest sagen, Frauen, wenn es irgendwie geht, Pille. Ich bin Pillengegner, absetzen, ja. Verstehe ich gut. Bin ich. Aber ja. Es gibt auch so eine Bewegung unter jungen Frauen. Ich bin sicher, viele von Ihnen, liebe Zuschauerinnen, sind auch schon an den Punkt angelangt, dass sie sagen, ich will das nicht mehr. Mhm. Ich erlebe eine zu wachsende Zahl an jungen Frauen, die keine Pille mehr wollen. Mhm. Und da werden wir uns was einfallen lassen müssen. Gut. Wir müssen einfach neu überdenken. Okay, gibt es denn jetzt schon irgendwie eine, gibt es denn, ja, also ich sage, ich würde das Thema hier nicht auswalzen wollen, denn das ist ein urgynäkologisches Thema oder philosophisches Thema. Ja. Grundsätzlich empfehle ich nicht hormonelle Verhütungsmethoden. Mhm. Und das ist sowas wie eine Spirale. Wir fangen mal bei dem Einfachen an, das wäre das Kondom. Und das sind aber auch Spiralen, Kupferketten, Goldketten. Das sind alles Verhütungsmethoden, die der Frau die Hormone nicht wegnehmen. Und so da nicht dazu führen, dass wir eine wachsende Zahl von nicht mehr weiblichen Frauen haben. Ja. Riesenthema. Wahnsinnig. Thema. Wahnsinnig. Deswegen, also denkt drüber nach, ob ihr wirklich diese Pille, diese Antibabypille wirklich euch noch weiter einverleiben möchtet. Es kann ein sehr hoher Preis bedeuten und ob ihr bereit seid oder bereit sein solltet, den bezahlen zu müssen, würde ich jetzt mal als mit einem ganz großen Fragezeichen versehen. Nummer eins, jetzt gibt es noch einen Zeitraum,
im Leben einer Frau, den ich gerne nochmal mit dir beleuchten möchte. Ich ahne es. Du ahnst es. Und zwar die Wechseljahre. Ja. Können wir versuchen, das irgendwie genauso schön, wie wir das mit der Pille so kurz, aber knackig auch zusammengefasst haben, das mit den Wechseljahren zu tun, wobei wir werden es schon so machen, dass wir einfach, dass ihr viel mitnehmen könnt. Das ist mir ganz wichtig. Ich versuche es mal knapp zu halten. Es gab einen Satz in einem Video, das wir so vorgedreht haben, da hast du doch wirklich gesagt, dass die Frauen ein Organ verlieren. Ja. Ich weiß, um welches es sich handelt, wisst ihr es auch, beziehungsweise, liebe Marianne, was meinst du damit? Das Organ, die zwei Eierstöcke, rechnet man als ein Organ und das verabschiedet sich. Das sagt, Lebensarbeitszeit ist erledigt. Ich gehe in Rente. Und das geht so weit, dass das Organ manchmal sogar im Schall, im Ultraschall nicht mehr aufzufinden ist. Ne? So ein Eierstock ist normalerweise, na, nehmen wir mal eine kleine Aprikose. Aber nach den Wechseljahren, sagen wir mal so 10 Jahre danach, dann sucht man die Größe eines Kirschkerns. Und das ist dann nur noch Bindegewebe. Das macht gar nichts mehr. Ne? Im besten Fall macht es gar nichts mehr. Und das ist etwas, das gibt es bei den Männern halt nicht. Und jetzt erzähle ich dir noch was. Es gibt es in der Tierwelt auch nicht. Normalerweise sterben Lebewesen in dem Moment, wo sie sich nicht mehr vermehren können. Dann ist Sterben angesagt, weil das Programm für Leben heißt sich vermehren. Und wenn das Programm nicht mehr bedient wird, wird gestorben. Und es gibt eine Ausnahme. Und das sind die Wale. Die Wale haben auch die Oma-Funktion eingerichtet. Ja? Was wir eingerichtet haben, ist die Oma-Funktion. Es ist in der Schöpfung nicht vorgesehen, dass wir, wenn wir uns nicht mehr vermehren können, sterben. Definitiv nicht vorgesehen. Ja? Und dieses Ding gibt es auch bei den Walinnen. Und diese Walinnen, die alten Omas, bringen dann die jungen Hüpfer in die Fischfänge. In die Bereiche, die führen die jungen Wale in die Fischfänge. Und das heißt, es gibt in der Tierwelt, ich kriege eine Gänsehaut, in der Tierwelt so etwas wie eingerichtete Lebenszeit, die nicht abhängig ist von der Reproduktion. Und das sind Frauen und das sind Walinnen. Deswegen warte ich ja auch dringend darauf, dass meine Söhne irgendwann mal Kinder bekommen, weil das ist auch, glaube ich, was eingerichtet ist. Es ist in dem ganzen Ding ist eingerichtet, dass Frau, obwohl sie keine Eierstöcke mehr hat, erlebt, dass das Leben weitergeht und mehrmals weitergeht. So, aber wir wollten ja zu den Wechseljahren. Stimmt. Ja, wir machen ja heute, also die Philosophiestunde mache ich mit dir auch. Also ja, können wir ein andermal machen, weil wir werden bestimmt nicht das letzte Video gedreht haben. Ja. Okay. Also, was passiert, wenn dieses Organ, das paarige Organ, Eierstöcke, sagt, ich gehe in Rente? Das macht das Organ, weil es keine Eibläschen mehr hat. Der Stock ist leer. Und wenn wir keine Eibläschen mehr haben, dann haben wir zum einen kein Östrogen mehr, denn das wird in den Eibläschen hergestellt. Und Progesteron haben wir auch schon nicht mehr. Im Übrigen, kleiner Einschub, das Progesteron geht der Frau schon etwa 10 bis 15 Jahre vor den Wechseljahren verloren, wenn nämlich die verbleibenden Eibläschen im Eierstock, und jetzt bin ich wieder gehässig, und sage, wenn die nur B-Ware sind, ja, also keine voll funktionsfähigen Follikel, dann treten die zwar im Eierstock an den Start, werden geschickt, um ins Rennen zu gehen und sind aber so lasch, dass sie nicht springen. Ich würde es gerne mal übersetzen, was du gerade sagst. Also wenn B-Ware da ist, 10 bis 15 Jahre vor den Wechseljahre beginnen. Wann, sagst du? Die Wechseljahre, immer? Die eigentlichen Wechseljahre, Definition nach der Klinik, heißt ein Jahr lang keine Menstruation.
wann ist es ungefähr durchschnittlich? 50, 51 ist das. Das heißt, mit 35 fängt es an. Ja. Früher hat man dafür. Mit 35, Entschuldigung, ich muss einfach sagen. Kann es sein, wenn wir einfach... Das Progesteron schon in den Mangel gerät? Ja. Entschuldigung. Nein, es ist wichtig zu trinken. Trinkt ihr auch mal was dazwischen? Das ist schon, ich glaube, es tut nicht, dass ihr in Schnappatmung verfallt. Also 10 bis 15 Jahre bevor keine Follikel mehr da sind, sind ein paar miese Follikel noch da. Die besten Follikel, die Frau hat, werden am Anfang ausgeschickt. Ja, die funktionsfähigsten Follikel hat man als junge Frau. Und das ist ja so ein Drama auch in der heutigen Zeit, dass unser Kinderwunsch bei uns Frauen erst so oberhalb der 30 anfängt. Das ist, was die Qualität der Follikel angeht, nicht so ganz praktisch. Aber wir können ja die Zeiten nicht zurückdrehen. Auf jeden Fall, wir haben Folgendes vorliegen. Diese etwas laschen Eibläschen platzen nicht. Wenn die nicht platzen, haben wir keinen Eisprung, haben wir keine Hülle, haben wir keinen Gelbkörper, haben wir kein Gelbkörperhormon. Das heißt, 10 bis 15 Jahre bevor diese klassischen Zeichen, zu denen ich gleich noch kommen werde, anfangen, haben wir schon einen Mangel an Progesteron. Und das merkt Frau. Das merkt Frau zum Beispiel daran, dass... Ja. So Störungen vor der Menstruation stärker werden. Ihr lieben Zuschauer, ihr kennt wahrscheinlich das prämenstruelle Syndrom. Das sind so 2-3 Tage vor der Menstruation, die mit einigen schweren Symptomen einhergehen. Das werden die Brüste schwer, der Bauch tut weh. Es gibt einen Gieber nach Süßem, es gibt dieses gereizte Stimmung und dann tritt die Menstruation ein und alles ist wieder friedlich. Ne? Hatte man vorher noch einen Scheidungsanwalt bestellen wollen, ist das auf einmal alles geregelt. Und das wäre so eine typische prämenstruelle Phase und die wird entweder länger oder schlimmer in der Zeit, wo Progesteron nicht mehr zur Verfügung stellt. Das sind 10 bis 15 Jahre vorher. Wir waren 35 bis 50. Ja. Dann ungefähr Schlag 50 setzen das erste Mal Menstruation aus. Dann kommt dann nicht mehr einmal im Monat, sondern vielleicht noch 3-4 Mal im Jahr. Im Jahr. Und dann weiß man, da ist nicht mehr genügend Östrogen da, um eine Schleimhaut aufzubauen, die dann abbluten kann. Und das ist begleitet von klaren, bei 70% aller Frauen begleitet von klaren Symptomen. 30% haben keine Symptome. Ja. Aber 70% haben diese klaren Symptome, die Hitzewallung, die Schweißausbrüche und die Schlafstörungen. Das sind so die Kardinalzeichen, an denen Frau merkt, jetzt ist aber gerade was anders. Und das ist dann der Zeitpunkt, an dem man zum Arzt geht, üblicherweise. Ja, und dann tauchen die Frauen zum Beispiel bei mir auf und sagen, bin ich schon in den Wechseljahren? Und dann kann ich das zum einen über die Klinik abklären, also über die Frage, gibt es noch Blutungen? Was sind die Hauptsymptome? Gibt es Hitzewallungen, Schlafstörungen? Wenn es die nicht gibt, dann ist mein Verdacht, dass das Östrogen schwächer geworden ist, nicht da. Aber ich kann das kontrollieren. Ja. Und das kann man kontrollieren, entweder im Blut oder im Speichel. Das gibt dann auch nochmal möglichen Diskussionsbedarf. Aber das ist kontrollierbar und wenn ich feststelle, das fehlt, dann kann ich es von außen zuführen. Das wäre dann die sogenannte Hormonersatztherapie. Mit bioidentischen Hormonen. Bioidentische Hormonersatztherapie. Und da auch noch ein, was ganz wichtig ist für Sie, liebe Zuschauer. Man denkt ja mal, Bioidentik, das ist so etwas, das muss auf ein Spezialrezept und muss spezial angefertigt werden, weil alles, was aus der Apotheke kommt, ist ja gefährlich. Die derzeit gängige Hormonersatztherapie in ihrer harmlosesten Form ist in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, in Frankreich, also fast im ganzen europäischen Raum, bioidentisch. Das heißt, es gibt Fertigpräparate,
Und nicht alles, was der Gynäkologe verschreibt, ist Mist, ja? Sondern da darf man prüfen, ist das bioidentisch oder nicht. Und der ganze Trend dahin hat sich so durchgesetzt, dass der Standard einer heutigen, modernen Hormonersatztherapie bioidentisch ist. Allerdings. Also das passt schon mal, ne? Das muss man nicht wegwerfen, das kann man wirklich anwenden, was in der Mehrzahl der gynäkologischen Praxen heute verschrieben wird. Okay. Und wie finden die Frauen das denn raus, ob das jetzt bioidentisch ist oder Sie nicht? Sie könnten es gibt ihren Arzt fragen, wäre eine Möglichkeit. Okay. Wer weiß das? Meistens. Mhm. Doch schön. Ja. Er sollte. Also ne? Fragt euren Arzt oder eure Ärztin, ja. Ich muss ein bisschen einschränken. Wieder eine kleine gehässige Nebenbemerkung. Es scheint so zu sein, als gäbe es eine grassierende Allergie unter der Berufsgruppe der Gynäkologen. Ich glaube, die haben alle eine Allergie auf das Wort bioidentisch. Also wenn ihr das fragt, seid vorsichtig mit euren Ärzten. Okay. Wenn jetzt jemand in den Wechseljahren ist, reingekommen oder gerade reinkommt, dann würdest du der Frau wahrscheinlich tatsächlich welche Hormone verordnen? Progesteron? Estradiol und? So, jetzt kommt's. Das wollte ich ja eben noch anführen. Ich füge das zu, was fehlt. Und wenn wir immer so über die Wechseljahreshormone reden oder Gynäkologen über Wechseljahreshormone reden, redet man nur über Östrogen und Progesteron. Ja, im besten Fall halt bioidentisch, das haben wir jetzt erreicht. Mhm. Aber es ist nicht das einzige Hormon. Eben drum, es gibt noch das Hormon, es gibt eine ganze Hormonschiene, die auch, wie bei den Männern, linear absinkt. Mhm. Und das sind die Androgene. Die Androgene heißen ja Männerhormone. Ne? Testosteron, DHEA, braucht Frau auch. Und wenn Frau das nicht in ausreichendem Maße hat, gibt es bei Frauen Erschöpfungssyndrome. Es gibt also eine ganze Reihe von Frauen, die in der Phase mit Östrogen, sind schon mal froh, Östrogen zu haben, damit die Hitzewallungen weg sind, Progesteron zu haben, damit sie schlafen können. Aber es bleibt immer noch so eine Erschöpfung. Ja? Das ist einfach nicht mehr der Schmackes, den es früher gab. Mhm. Und wenn ich das nachprüfe, finde ich ungeheuer häufig einen Mangel an DHEA. Und den ersetze ich auch. Und da sind Frauen mir sehr dankbar dafür, weil es die Stressresistenz fördert. Und was haben wir denn, wenn wir so um die 50 sind? Dann haben wir meistens, wenn wir Pech haben, haben wir pubertierende Kinder und sterbende Schwiegereltern. Ja? Und das alles noch zusammen. Und einen Beruf nebenbei auch noch. Mhm. Und da gibt es gerade in der Altersklasse eine Fülle an Anforderungen an eine Frau, die einen schon zusammensacken lässt. Und dann kommen die Wechseljahre dazu. Ja. Und man möge sich vorstellen, dass das DHEA bei uns Frauen immerhin zu 30% in den Eierstöcken gebildet wird. Und die Eierstöcke, wie gesagt, gehen in Rente, sagen, ich mache gar nicht mehr, dann machen die auch ihr DHEA nicht mehr. Und dann fehlt uns das. Und dann gibt es Erschöpfungszustände. Bei mir übrigens, nur mal so ein Döneken, hat das in der Phase dazu geführt, dass ich erstmalig in meinem Leben Mittagsschlaf halten musste. Ich habe also meine Nachmittagssprechstunde nicht geschafft, wenn ich nicht in der Mittagspause mich auf meine Liege gelegt habe. Ja, und die Nachmittagssprechstunde habe ich mit dem Stoßgebet begonnen. Mit dem Stoßgebet, dass nicht ganz schwer Kranke nachmittags kommen mögen. Weil du so müde warst. Einfach so ausgepowert. Müde fertig, und irgendwie genug. Ich sage ja immer so ein kleines Zombie-Syndrom, dass man gar nicht mehr richtig denken kann. Ja. All das gibt es auch in den Wechseljahren. Das geht alles weg, ne? Und das geht alles weg. Wirklich alles weg. Das geht weg. Und sag mal, Marianne, das heißt, diese Hormone nimmst du jetzt? Ach, wie lange meinst du? Und nimmst sie und nimmst sie und nimmst sie und nimmst sie? Wie lange? Ich nehme sie immer noch, ja. Denke ich mir. Also, wir trennen jetzt ganz kurz. Es gibt eine Hormonersatztherapie, um Beschwerden wegzukriegen.
Und es gibt eine Hormonersatztherapie, um Krankheiten vorzubeugen, Krankheiten des Alters. Und das ist dieselbe Hormonersatztherapie, vielleicht ein bisschen in aber der Dosierung verändert, aber es ist dasselbe. Ja. Und deshalb höre ich nicht auf, die Hormonersatztherapie zu verschreiben, wenn die Beschwerden weg sind, sondern ich gebe einfach weiter. Denn ich finde das unheimlich toll, wenn wir unsere Oma-Funktion ausüben können, ohne krank zu werden oder weniger krank zu werden. Ja. Ne? Ja. Und bei der Gelegenheit nochmal, einen Rückgriff auf diese Studie. Das hatten wir in einem der vorigen Videos mal drüber gesprochen. Es gab eine große Studie, die untersucht hat, ob Hormonersatztherapie bei Frauen Krankheiten vorbeugen kann. Da gab es eine Spalte, man hat also untersucht, Schlaganfall, Herzinfarkt, Demenz, Diabetes, Osteoporose. Und eine Spalte hieß Death from any cause, das heißt Tod, egal durch was. Und in dem Ast der Studie, in dem Hormonersatztherapie genommen wurde, wurde weniger gestorben, egal an was. Und da sage ich immer, welches internistische Mittel kennst du, was nachweisen kann, dass nach 5 Jahren dauernder Gabe dazu führt, dass weniger gestorben wird? Also Mittel kenne ich keins, aber ich weiß, dass die Ernährung unglaublich viel Kraft hat. Und wenn man dieses beide kombiniert, tja, also dann haben wir noch was vor uns, oder? Genau. Ja, in diesem Sinne. Ganz, ganz lieben Dank. Also ich fand es super schön, mit dir jetzt diese Videos zu drehen. Ich glaube auch, dass ihr ganz viel gelernt habt. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es werden nicht die letzten Videos sein. Marianne ist gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Sobald dieses Buch da ist, werden wir uns nochmal treffen, weil das muss ich euch unbedingt vorstellen. Ansonsten lasst es euch gut gehen. Und wenn ihr jetzt jemanden braucht an eurer Seite, dann verlinke ich euch unten die Adresse von den Menschen, die Marianne als Hormoncoach ausgebildet hat oder zu Hormoncoachs ausgebildet hat, weil Marianne nimmt keine neuen Patienten mehr, schafft sie einfach nicht mehr, aber dafür bildet sie weiter aus und das ist auch gut so, weil wir brauchen ganz viele, die ganz viel Ahnung haben. Es ist ein komplexes Thema, deswegen guckt einfach auf diese Seite und informiert euch. Ja, nochmal tausend Dank, wenn ihr den Daumen uns nach oben gebt, wenn ihr eure Kommentare reinschreibt, das Video vielleicht auch teilt. Meine Güte, wie viele Frauen haben Probleme wegen der Pille? Wie viele Frauen haben Probleme wegen der Wechseljahre? Bitte, bitte einfach teilen. Und ansonsten mehr Videos von mir findet ihr hier. Und ansonsten nochmal lieben, lieben Dank dir und euch auch. Lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.